Hallo Leute, hier ist mal wieder Flus mit einem neuen Review. Heute zur AN94, die mir von The Cat 27 netterweise gegiftet wurde. Ja, und deshalb werde ich jetzt das Review machen. Also erstmal die AN94 ist eine Standard-NX-Waffe, Standard-NX-Assault-Rifle, die 900 NX pro Tag kostet. Und die zur AK-Family gehört. Die einzige Waffe, die zur AK-Family gehört, aber nicht mit AK als Namen anfängt. Ja, die Waffe trifft man noch relativ selten, da es einfach auch bessere NX Assault Rifles gibt. Aber warum ich der Meinung bin, dass es nicht unbedingt die beste ist, werde ich das jetzt noch ein bisschen erläutern. Also, die Waffe hat erstmal eine ganz besondere Besonderheit. nämlich, sie hat einen 2er-Burst-Mode. Andere Waffen, die einen Burst haben, haben ja eigentlich immer einen 3er-Burst, aber die hat einen 2er-Burst. Dieser 2er-Burst hatte auch noch einen ernsthaften Sinn, als die Waffe rauskam. Als die Waffe rauskam, nämlich, hatte die Waffe das Potenzial, 2-Hit-Kill zu kriegen im Nahkampf. Also hatte also über 50 Punkte Damage. Und deswegen hatte der 2er-Burst halt manchmal die Chance, echt dann damit einen Gegner down zu bringen. Nachdem der Damage jetzt aber dann mit irgendeinem Patch mal reduziert wurde, auf 48 Punkte und damit genau gleich liegt wie bei der AK, ist der Burst-Mode nicht mehr wirklich sinnvoll und ich kann mit dem nicht richtig umgehen, deswegen habe ich heute dann auch nicht mehr gespielt. Gut, ich werde die Waffe auch jetzt noch ein bisschen weiter mit der AK-47 vergleichen. Ja, die Portability bei 55 Punkten ist doch relativ schlecht. Liegt genau gleich über AK-47. Außer wieder Damage. Und man ist wirklich langsam mit der Waffe. Also, Rushen mit der Waffe ist ein bisschen schwierig, aber es geht. Rate of Fire bei 70 Punkten nur damit leicht erhöht gegenüber der AK-47, nämlich 2 Punkte. Und das merkt man schon auch ein bisschen. Also, die schießt schon etwas schneller. Ja, dann zur Accuracy, 92 Punkte im Vergleich zur AK-47. 90 Punkte. Und das stimmt tatsächlich, die AN hat eine ziemlich gute Accuracy. Muss man wirklich sagen. Damit hat sie sogar 2 Punkte mehr als die 36. Aber da der Recoil doch ganz schön reinhaut bei der Waffe, ist das halt wieder so eine Sache, weil die Accuracy sich mal wieder nur auf die ersten Schüsse bezieht. Naja, eigentlich wie immer. Und das Teil dann doch ganz schön verzieht. Der Recoil liegt bei 67 Punkten, ist ziemlich hoch damit. Also okay, er ist ganze 3 Punkte niedriger als bei AK-47, aber der gesamte Spray und Recoil verhalten sich sehr ähnlich wie bei der AK-47. Ein Unterschied ist, dass der Spray von der AN94 nicht ganz so heftig ist und dass schneller wieder sich beruhigt, also dass der Recoil schneller zurückgeht. Das ist übrigens auch realistisch, das geht auf eine Konstruktion der Waffe zurück. Die Waffe hat nämlich einen beweglichen Lauf, der gelagert ist. Und dieser bewegt sich vorwärts und rückwärts, gestützt durch dieses untere Metallteil, was da unten drunter so ist. Und dadurch wird der Recoil auch in echt vermindert, damit die Waffe genauer bleibt. Auch im Vergleich zur AK-47 benutzt diese Waffe die NATO-Munition, soweit ich weiß. Und nicht mehr die große AK-47-Munition. Ich weiß gar nicht mehr genau, wie sie heißt. Ja, ausgeschrieben heißt die Waffe Avomat Nikonova 94 Abakan. Also ein schöner, langer Name, den sich kein Schwein merken kann. Und ja, wie der Name schon sagt, also die AK-47 wurde 1947 entwickelt. Die AK-74 1974. Welch ein Wunder, die AN94 kam, so wie sie jetzt ist, 1994. Und das kam so, dass die russische Armee eine neue Waffe gebraucht hat, weil die AK-Serie einfach ausgelutscht war und nicht mehr auf dem neuen Stand. Und die AN hat halt mehrere Contests gewonnen, hat mehrere Prototypenstadien durchlaufen und 1994 quasi dann endgültig fertig. 1996 wurde sie dann in die russische Armee aufgenommen. Ja, das war jetzt so der Ausrutscher in die Realität, wenn man so will. Ja, also auf Lightvest kann man mit etwas Glück auch noch einen 2-Hit-Kill bekommen, aber mit sehr, 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 sehr viel Glück. Also,
Es ist eigentlich ziemlich schwierig, das zu bekommen, ja. Gut, die Waffe hat auch keine GP-Variante, wie die meisten NX-Waffen, ja. Sondern sie steht halt so ganz allein und sie... Man, es gibt sie auch in anderen Spielen, wie zum Beispiel Bad Company 2. Dort hat sie aber auch nur den 2er Burst. Aber da ist er ja auch wieder eigentlich ganz gut. Also so wie sie jetzt ist, ist sie ein starker 3-Hit-Kill. Kann man eigentlich schon sagen. Gut, die Waffe hat ein 30-Schuss-Magazin und ich bin einfach so ein Freak. Ich tue irgendwie immer extra ein Magazin drauf, egal was eine Waffe ist. Aber man braucht es auf dieser Waffe nicht wirklich. Also genauso wie, weil man mit der Waffe einfach nicht so sprayen sollte wie mit der AK-47 und ja, deshalb 30 Schuss eigentlich ausreichend. Scope würde ich auf jeden Fall empfehlen, weil einfach die Waffe halt schon ziemlich genau ist und man mit der Waffe tatsächlich nicht schlecht Tap feiern kann. Das geht tatsächlich ziemlich gut. Würde man der Waffe erstmal also auf den ersten Blick gar nicht zutrauen. Aber doch, es geht. Und man kann an die Waffe einen Suppressor hintun. Was mich tatsächlich ein bisschen wundert, weil es auch in der eigentlich unrealistisch ist, weil diese Waffe hat vorne so ein eben Mündungsstütze-Teil und wie man da einen Schalldämpfer draufschrauben will, das ist mir ein bisschen ein Rätsel. Und ich glaube in Realität, ich weiß nicht, ob man da einen Schalldämpfer drauf machen kann, aber ich glaube nicht. Also wenn ich mir das Bild so anschaue von der Realitätswaffe auch, dann kann ich mir nicht vorstellen, wie da ein Schalldämpfer drauf gemacht werden soll. In Realität wurde die Waffe auch dazu für designt, dass sie alle Modifikationen wie Scope, Unterlaufgranatwerfer und Bajonett gleichzeitig aufnehmen kann. Was sie auch kann. Ja. Und aber im Spiel gibt es die ganzen Features ja nicht außer dem Scope und deshalb ist es halt nicht ganz realistisch in Command Arms. Aber wenn es einen Unterlaufgranatwerfer gäbe, würde in dem Spiel auch ein bisschen nervig. Stimmt schon. Diese Waffe steht dennoch im Schatten von ziemlich vielen anderen NX Assault Rifles, wie der M416 Zyko B oder der AK-74N vor allem. Also in Realität ist sie besser als die AK-74M. Wesentlich besser, aber in CA ist die AK-74M einfach besser. Sie hat eine bisschen höhere Portability, weniger Recoil und lässt sich besser kontrollieren. Mit der AN, wenn man da das Dauerfeuer verfällt, wie ich doch manchmal, ist es doch relativ schwierig. Also es ist eine reine Glückssache, ob da, dass da irgendwas passiert. Gut, das zu dieser Waffe. Also Kaufempfehlung sehr bedingt. Wer mit der AK-47 gerne spielt, wird mit dieser Waffe seine Freude haben. Der Damage ist auch richtig nett, aber meiner Meinung nach gibt es bessere NX Assault Rifles als diese Waffe. Gut, das war's jetzt zu der Waffe. Ich hoffe, das Review hat euch jetzt wieder gefallen. Diesmal habe ich ein bisschen viel über die Realitätswaffe gewusst, sagen wir mal so. Und ja, bis zum nächsten Mal. Ich freue mich über jeden Kommentar. Daumen hoch immer, Abonnenten auch mal gut. Euer Fluss.